Mike. Hallo Rick. Ich begrüße euch recht herzlich heute hier zur 11. Mahnwache mittlerweile. Moment, ich muss das Mikro ein bisschen höher machen. Oh, der Wind heute. Es weht ein Wind, ja. Ich habe gestern einen ganz tollen Satz gelesen. Der eine oder andere hat vielleicht ein Posting von mir gesehen, wo ich es auch geteilt habe. Man kann nicht auf so vielen Baustellen gleichzeitig demonstrieren, wie es die politischen Missstände herausfordern. Ja, und das ist leider so. Ich habe das Gefühl, wir stehen, wie gesagt, das 11. Mal jetzt hier. Ich habe auch das Gefühl, dass es jedes Mal noch wichtiger wird, dass wir hier stehen. Weil es verbessert sich nicht, es überschlägt sich momentan alles. Ich weiß nicht, ob das nur ist, weil ich meine Aufmerksamkeit in diese Richtung lenke, dass ich einfach aufmerksamer bin für solche Nachrichten. Aber ich beobachte viele Sachen schon sehr lange und ich glaube nicht, dass es daran liegt. Ich glaube einfach, dass momentan halt sehr, sehr viele Sachen passieren. Am Samstag war hier auch eine Riesendemonstration. Eine Riesendemonstration gegen den Völkermord der Palästinenser. Ich glaube, hier waren ungefähr, ich schätze mal, 2000 Menschen hier auf dem Platz, genau hier. Wir waren auch mit einigen da, wir haben mitdemonstriert, wir sind mitgelaufen. Und ich glaube, wir werden auch noch ein paar Takte heute dazu hören. Aber was ist so aktuell los momentan? Israel startet die Bodenoffensive gegen Palästinenser und hat dazu über 20.000 Reservisten einberufen. Die Hamas droht Israel bei einem Angriff mit dem Öffnen der Tore zur Hölle und einem noch nie dagewesenen Raketenhagel. ISIS-Truppen befinden sich mittlerweile auf den Golanhöhen und drohen mit der kompletten Vernichtung Israels. Die ukrainischen Truppen, die überwiegend vom rechten Sektor und anderen Faschisten geführt werden, starten eine totale Offensive gegen das eigene Volk in der Ukraine. Da werden wir gleich auch noch ein paar Sachen hören, aktuelle Berichte, was da momentan getan wird, wie die Leute untereinander angestachelt werden, sich gegenseitig zu denunzieren. Also das ist wirklich Stasi 3.0 in meinen Augen, was da abläuft momentan. Die USA wird über einen Gesetzentwurf 2277 beraten, über die Vorbeugung einer Aggression seitens Russland im Jahre 2014. Das heißt, die wollen noch nicht mal mehr abwarten, bis dass der Russe irgendwann mal zuschlägt oder die Nerven verliert, sondern sie wollen ein Gesetz verabschieden, das sie bereits schon im Vorfeld präventiv eingreifen dürfen. Russland hat daraufhin 10 strategische Raketenregimente in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Das reicht, um Europa in Schutt und Asche zu versetzen. Bei dem Einschlag von Geschossen, die im Osten der Ukraine abgefeuert wurden, wird am Samstag, also vorgestern, am Sonntag, gestern, in der russischen Grenzstadt Donetsk, in dem Gebiet Rostow, kommt ein Mensch ums Leben, ein junger Mann, und 2 Frauen werden verletzt. Kiew schickt Flüchtlinge 18 bis 50 Jahre alt zurück an die Front zum Kämpfen. 50- bis 65-Jährige als Aufpasser in den Osten. Indiens neuer Premierminister droht innerhalb der nächsten 5 Jahre, Kaschmir von Pakistan zurückzuerobern. Dabei ist vielleicht wichtig zu wissen, dass beide Länder Atomwaffen haben. Und da gibt es noch Menschen, die fragen, warum wir jeden Montag hier auf den Friedensmahnwachen stehen. In mittlerweile 123 Städten in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Aber auch, und da bin ich ganz besonders stolz drauf, meine Landsmänner, die Kanadier,
Die haben jetzt auch die erste Montagsmahnwache in Vancouver. Und es sieht Kreise. Aber ich sage euch, das sind nicht alle. Es gibt noch viel, viel mehr. Es wird demonstriert in England, in Italien, in Amerika, in der Türkei. Wir hören nichts davon. Sie werden teilweise brutal zurückgeschlagen, diese Demonstrationen, und die Medien berichten auch darüber nicht. Wir sind schon sehr, sehr, sehr viele. Aber die Menschen, die seit 60 Jahren eine Gehirnwäsche erfahren haben und noch nicht aufgewacht sind, die sind natürlich unserer Bewegung gegenüber kritisch. Aber das sollten wir diesen Menschen nicht übel nehmen. Sie können halt im Moment noch nicht anders. Aber es gibt ganz aktuell, es gibt Organisationen, vor denen hatte ich bis dato Hochachtung. Organisationen, die sich meines Erachtens für sehr positive Ziele in der Vergangenheit eingesetzt haben. Und Mitglieder solcher Organisationen stehen auch auf den Mahnwachen. Nicht nur hier, sondern auch auf ganz vielen Mahnwachen in ganz vielen Städten. Und wenn solche Organisationen, die nicht sehr gleiche Ziele haben oder verfolgen wie wir, wenn solche Organisationen gegen uns schießen und uns absolut diffamieren, dann verstehe ich es nicht mehr. Ich will da ganz kurz aus einem Newsletter, der rumgegangen ist, mal eben ganz kurz zwei, drei Passagen nur eben anreißen. Da wird also über uns geschrieben, die Präsenz auch rechter Akteure auf den seit Monaten wieder stattfindenden Montagsdemonstrationen zeigen einen deutlichen, aber selbst für Experten schwer erkennbaren Anstieg rechten Gedankenguts. Rechtsextreme Unterwanderung. Nationalsozialistische Ideologien, Vertreterinnen der Querfront, Jutta Ditfurth, die fundiert auf den rechtsextremistischen Charakter der Montagsdemos hingewiesen hat. Und das kommt von einer Organisation, die wo selbst Mitglieder hier jeden Montag stehen, die eigentlich schon vom Gesicht her hier zu dieser Montagsdemonstration zählen. Und das ist die Attac. Und für sowas habe ich dann kein Verständnis. Ich habe für jeden Menschen Verständnis, der noch nicht aufgewacht ist, der aufgrund der Indoktrinierung der Gesellschaft das nicht verstehen kann. Aber solche Menschen, wenn die einfach irgendwelche Themen übernehmen und deren Mitglieder trotzdem auf den Mahnwachen unterwegs sind und wissen, dass hier kein Rechtsextremismus ist, dass wir hier Menschen jeglicher Nation hier stehen haben, dass wir uns selber beteiligen, zum Beispiel hier waren überwiegend Muslime am Samstag für die Menschen im Gaza, die dort auch hingerichtet werden, wo ein Genozid stattfindet, dass die dann so gegen uns wettern. Und ich möchte noch eins sagen, die Mitglieder der Attac, alle Mitglieder der Attac, auch hier aus Braunschweig, sind herzlichst willkommen, jede Woche Montag hier zu sein, sich zu beteiligen, mit dabei zu sein. Aber generelle Flyer verteilen für solche Organisationen, die uns so zerschießen, das möchten wir hier in Zukunft nicht mehr. Und das ist jetzt nicht nur gegen die Attac gerichtet, es ist generell gerichtet, dass wir hier, dass wir in Zukunft nicht mehr möchten, dass hier so wahllos Flyer verteilt werden. Wir unterstützen gerne irgendwelche positiven Projekte. Kommt kurz zu uns, lasst uns einmal kurz drüber schauen und wenn alles soweit positiv und in Ordnung ist, dann ist es auch in Ordnung, hier Werbung zu machen. Der Newsletter übrigens ist eingestellt, auch bei uns in der Facebook-Gruppe.
zur Montagsmahnwache Braunschweig. Wer den also insgesamt in Gänze lesen möchte, hat natürlich dazu auch da die Möglichkeit. Nochmal ganz kurz, wir sind heute mit Anhänger hier. Das hat auch einen Grund. Beim letzten Mal hatten wir Besuch von Menschen, die hier gesammelt haben für die Ukraine. Und wir werden also in Zukunft auch die Gelegenheit haben, Sachspenden entgegenzunehmen. Und bringt die einfach montags mit. Vernünftige Sachen, die ihr nicht mehr braucht. Und es wird sichergestellt, dass es auf jeden Fall zu den Menschen kommt, die es auch nötig haben. Also für die Ukraine auch Sachspenden könnt ihr jeden Montag in Zukunft hier abgeben. Da war noch ein Thema organisatorisch, es ging um Fahnen, das manche aufgerufen hatten aufgrund der Gaza-Problematik, doch auf den Montagsmahnwachen mit Fahnen aufzutauchen. Nochmal ein Statement von uns, von der Orga Braunschweig, aber das ist genau das gleiche bundesweit, dass wir hier keine Länder- oder politische Flaggen haben möchten. Wenn ihr eine Flagge habt, wo Peace draufsteht, wenn ihr eine Flagge habt, wo eine Taube drauf ist, ist alles in Ordnung. Aber keine politischen Parteien und bitte keine Länderflaggen. Und das ist keine Diskriminierung gegen irgendein Land, sondern wir sind hier als Menschen. Und wir sollten uns als Menschen für Menschen einsetzen. Und wenn wir eine Flagge zeigen für ein Land, fangen wir schon wieder an zu separieren, zu teilen. Und das ist das, was wir hier nicht möchten. Das ist letztendlich so, dass die Teilnehmer, wir alle hier, unsere Solidarität einfach durch unser Dasein, dass wir hier sind, jeden Montag zum Ausdruck bringen. Ich kann nur sagen, steht ein, hier als Menschen, für alle Menschen, für den Frieden aller Völker, für den Frieden und die Freiheit der Menschen, auch gerade aktuell in Gaza, für die Palästinenser, für den Frieden und die Freiheit der Menschen in der Ukraine, für den Frieden und der Freiheit der Menschen in Afghanistan, in Syrien, in Irak, für den Frieden und Freiheit für alle Menschen auf diesem Planeten. Und wir mahnen dringender denn je und fordern alle Menschen auf, sich uns anzuschließen und solidarisch für Frieden, Freiheit und Grundrechte einzustehen. Dankeschön. Hallo erstmal. Ich möchte nur kurz auf meinen Vorredner antworten, denn er hat ja gesagt, Attac würde pauschal die Montagsmahnwachen falsch darstellen, beleidigen oder so ähnlich. Ich kann nur sagen, das ist schon ein Papier, dessen Autor ich selber kenne. Es war einerseits die Pressegruppe von Attac und ein gewisser Stefan Lindner, ein Politologe aus Berlin. Die Erklärung, da muss ich sagen, inhaltlich die Kritik an Andreas Popp, an seinen Theorien, die er da darstellt, teile ich vollkommen. Ich bin schon der Ansicht, dass es neue rechte Strömungen innerhalb dieser Friedensbewegung oder Friedensmahnwachen gibt. Natürlich gibt es die. Was mich gestört hat an der eigenen Attac-Erklärung, war nicht der Inhalt, der da steht, sondern die etwas bescheuerte Überschrift, die da hieß, Attac warnt vor neu rechten Montagsdemos. Das ist falsch. Das ist wirklich falsch. Das steht also quasi, ich weiß jetzt nicht, was du für einen Text da jetzt hast, den kenne ich jetzt nicht. Weil das würden euch alle natürlich ungerecht werden. Das hat auch Peter Mescheier und andere schon klargestellt, dass es natürlich falsch ist, eine pauschale, wie Jutta Ditfurth das gemacht hat, alle pauschal in eine bestimmte Ecke zu stellen. Das finde ich falsch. Ganz klar, da distanziere ich mich von und andere auch. Aber zu sagen, es gibt keine unterschiedlichen politischen Kräfte innerhalb dieser Mahnwachen, das wäre jetzt auch nicht korrekt zu sagen, das ist nicht so. Ja, und das war es eigentlich, was ich sagen wollte. Achso, mein Tipp, lest mal diese 2 Monate alte Darstellung, wie gesagt, mit dem blöden Titel Attac warnt vor Neurechten. Montagsdemos, nur den Inhalt der Kritik an den Wirtschaftstheorien von Andreas Popp und dann können wir darüber ernsthaft diskutieren. Ansonsten, wir haben ja heute Flyer verteilt und letztes Mal auch schon. Es geht um eine Debatte, die wir die eigentlich Lars Mehrholz angestoßen hat, der gesagt hat,
in den letzten 100 Jahren sind alle Kriege von der FED mit angestoßen worden. Das finde ich inhaltlich falsch. Und deshalb haben wir hier Flyer verteilt, heute Abend nochmal. Wir machen heute Abend eine Veranstaltung, ihr seid ja gerne dazu eingeladen. Deshalb verteilen wir diese Flyer, um mit euch darüber zu diskutieren, was ist denn überhaupt da dran an dieser FED, was macht ihr für Politik etc. Also ihr seid gerne später noch, es gibt bestimmt bis um 10 eingeladen, da vorbeizukommen, mit uns darüber zu diskutieren und euch ja, eure Meinung darzustellen oder unsere zuhören. Dankeschön. Ich möchte nochmal auch zu der Geschichte mit Attackpass sagen. Ich habe mich die letzten Male öfters mal mit Christoph und Marian von Attack unterhalten und ja, freue mich, dass die hier sind, dass die sich auch für den Frieden einsetzen. Und ich finde, wir sollten dieses Missverständnis, was zwischen Attack und den Mahnwachen scheinbar herrscht oder in gewissen Bereichen herrscht, mit Gelassenheit entgegennehmen und einfach davon ausgehen, dass es sich um Missverständnis handelt, dass die einfach nur noch nicht von der Aufrichtigkeit unserer Sache überzeugt sind und dass die aber eigentlich auf unserer Seite stehen. Also ich möchte euch bitten, denen auch eine Art Vertrauen, Vertrauensvorschuss zu geben, in dem Sinn, dass sie einen Fehler gemacht haben, aber eigentlich auch was Gutes wollen. Also die Arbeit von Attac ist ja durchaus gut, soweit ich das überschauen kann. Ich werde heute Abend zu diesem Vortrag gehen, auch wenn ich jetzt nicht kein Mitglied von Attac bin, weil ich einfach sehe, hier sind Menschen, die für den Frieden sind und in der Karlstraße werden Menschen sein, die für den Frieden sind, zumindest zum Teil, weil Marianne und Christoph auch da sind. Und ich bin gespannt, einfach auch diesen Menschen entgegenzutreten, mich mit denen auszutauschen und dann mein Urteil zu fällen oder halt auch schlauer zu sein. Genau.